Ich habe Ihnen ja das letzte Mal schon erklärt, wie schwierig das ist, überhaupt was mit Informatik und Weihnachten zu machen. Aber Digitalisierung und Christmas 4.0 scheint mir doch ein gutes Thema zu sein, weil das einfach völlig neue Möglichkeiten und Probleme für den Weihnachtsmann mit sich bringt. Und da stellt sich natürlich die Grundfrage, was braucht man denn für eine Weihnachtsvorlesung? Und als allererstes offenbar einen Weihnachtsmann, der sich wirklich geherzlich, weil er schon da ist, den Weihnachtsmann zu begrüßen. Aus acht verschiedenen Syntaxelementen, die haben Sie hier aufgelistet.
einmal inkrementieren wir den Wert einer Zelle, wir dekrementieren ihn, wir gehen eine Zeile nach Zelle nach rechts, eine Zelle nach links. Sie können Schleifen machen, Sie können eine Zelle ausdrucken und Sie können in eine Zelle etwas einlesen. Das sind die einzigen 8 Sachen, die Sie brauchen. Und damit haben Sie eine vollständige Programmiersprache. Und in dieser Sprache können Sie dann tatsächlich programmieren. Das ist also ein Programm, das sagt Ihnen Hello World, das wird Sie interessieren. Und deswegen haben wir das jetzt weiterentwickelt in den letzten Monaten zu einer Programmiersprache, die nur mit 2 Syntaxelementen auskommt. Und diese Sprache heißt Ho Ho Ho. Wir haben also ein großes Ho und ein kleines Ho. Und wenn Sie die 3-mal hintereinander schreiben, haben Sie 2 hoch 3 Möglichkeiten, diese 8 BF-Elemente neu zu kodieren. Die heißen dann eben Ho Ho Ho, Ho Ho Ho, Ho Ho Ho, Ho Ho Ho, Ho Ho Ho. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Und der Trick ist jetzt, danke, danke. Ich sehe, ich mache ihn glücklich und er ist ja vom Fach. Also das ist also ein typisches Beispiel, umwandeln und damit auch so etwas Ähnliches wie Hello World. Also in diesem Fall, Hello World war mir zu lang, das ging nicht auf die Seite drauf. Deswegen ist das, was hier rauskommt, wieder ho, ho, ho. Ein selbstreferenzielles Programm ist das. Wenn Sie das machen jedenfalls, dann können Sie das noch weiter vereinfachen, indem Sie einfach sagen, gut, nach jedem großen Ho mache ich ein Ausrufezeichen und dann schaut das Ganze schon viel lesbarer aus. Sehen Sie das? Es kommen dann halt zwischendurch so Abweichungen längerer Art, aber das haben wir ja gehört in seinem Vortrag vorhin. Und das, also was er vorgelesen hat, war tatsächlich Hello World of Ho Ho Ho. Sie sehen schon, es beginnt langsam eine gewisse Ästhetik zu entwickeln, die, und jetzt kommen wir wieder zu Douglas Hofstetter, eine gewisse Analogie auch zu einem Fachgebiet entfaltet, das sich konkrete Poesie nennt. Und in der konkreten Poesie gibt es ein sehr wichtiges Gedicht von 1965, das heißt Der Apfel. Ich habe Ihnen das hier mal im Original mitgebracht. Wenn Sie da ganz genau hinschauen, fällt Ihnen an dieser Stelle etwas auf. Da steht vor lauter Äpfeln ein Wurm. Ich habe mir erlaubt, das jetzt ins Englische zu übertragen. Apfel, ein Äpfel aus dem Wurm habe ich Windows gemacht. Das schien ja adäquat. Aber es gibt noch eine interessantere Version, die heißt Fisches Nachtgesang. Das ist ein Gedicht von Christian Morgenstern, das habe ich Ihnen hier abgebildet. Das ist mir also auch durchaus programmiersprachlich in diesem Zusammenhang relevant erschienen. Ich lese das jetzt mal vor. Blub. Blub, 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 blub. Das war die Kurzversion im Wesentlichen. Ich dachte mir aber, da kann man was draus machen und so habe ich Informatikers Nachtgesang verfasst. Das ist ein Weihnachtslied zum Abschluss. Sie können gerne wieder mitlesen und mitsingen. Manche von Ihnen werden es kennen. Ich hoffe, ich kann es spielen.